Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Platin. Und wir sind in irgendeiner Höhle, also keine Ahnung. Genau, ich weiß nur, dass wir hier raus müssen. Und wie wir unten schon sehen, hat sich ein Pokémon entwickelt, und zwar unser guter Neo, in ein, wie heißt's, ein Buschelin oder Boyelin. So, Chris ist noch so wie immer, Wupan ist auch noch so wie immer. Und, oh, wir haben ja ein Togepi. Schade, ich hätte gedacht, da kommt was Cooles raus. Also, nicht, dass Togepi nicht cool ist, aber sowas wie ein kleines, die Vorentwicklung von Magma oder so, wäre schon ziemlich cool gewesen. So, jetzt gehen wir auf jeden Fall hier weiter. Hier haben wir schon die ganze Trainer besiegt. Ah, wir sind in gar keine Höhle. Ah ja, nütze Tipps. Welche haben wir dann auch schon besiegt? Und dich. Und hier sind wir richtig, okay. Wir sind gar keine Höhle, dann müssen wir durch die Höhle. Hi Lucius, wie kommst du mit deinem Pokédex voran? Ich? Ach, irgendwas zwischen fantastisch und hoffnungslos. Aber um mich geht es gar nicht. Ich habe hier etwas Schönes für dich. Lucius, welche Hand soll es sein? Hat das irgendeine Auswirkung? Ich nehme jetzt einfach mal links. Verstehe. Du willst den Kampf-Funder. Okay, es wäre egal gewesen. Ich bin beeindruckt, Lucius. Du weißt eben, worauf es ankommt. Kampf-Funder. Mit diesem Kampf-Funder kannst du rückkämpfwillige Trainer finden. Oh, Lucius, hast du denn schon einen Poketech? Jawohl, hast du. Dann bekommst du noch das hier. Die richtige Belohnung für deine harte Arbeit, Lucius. Okay, Itemradar. Das ist schon mal etwas Nützliches. Den Kampfwander, der ist okay. Ist eigentlich... ja, okay, das ist egal, was sie uns da erklärt. Wissen wir eh schon. Professor Albert zählt schließlich auf uns. Ja, okay, dann arbeiten wir an unserem Pokédex weiter. Wie sie das schon sagte. Dann schauen wir mal, ob das hier irgendwo ist. Hier haben wir den Schrittzähler, einen Taschenrechner, die Uhrzeit. Und das hier ist, glaube ich, ja das Itemradar oder weiter hinten. Okay, egal. Wir gehen jetzt einfach in die Höhle rein. Oh, die Maus aus dem Bild. Da oben könnten wir surfen. Ich glaube, hier gibt es sogar ein legendäres Pokémon später, wenn ich mich nicht irre. Oh, ich irre mich, glaube ich. Ein Nasknet interessiert uns jetzt nicht. Ich glaube, ich zock Pokémon Platin mal wieder für mich alleine durch. Das ist eigentlich ein ziemlich cooles Spiel. Laut einer Theorie wurde der Kraterberg als erstes in Sinnoh geschaffen. In einer neu erschaffenen Welt. In einer Welt, wo nur die Zeit floss und der Raum sich dehnte, sollte es keine Zwiste geben. Doch was wurde aus dieser Welt? Durch die Schwäche des menschlichen Geistes verbreitete sich Streit. Die Welt wurde durch Streit zugrunde gerichtet. Es ist eine sehr traurige Geschichte. Okay, alles klar. Wenn wir jetzt hier nach... haben wir Schutz gekauft, ich hoffe schon. Weil ich habe eigentlich keine Lust, jetzt immer Flucht zu drücken, nur um aus der Höhle rauszukommen. Und so viel ich weiß, ist die Höhle eh nicht gerade groß. Beutel haben wir hier. Wir haben keinen Schutz, okay. Hier machen wir die Felsen kaputt. Was wir jedes Mal drücken müssen. Ein bisschen störend, aber was soll's. Oh, da haben wir schon den Ausgang. Okay, ist zum Glück eine Abkürzung. Für den Rest müssten wir E-Server benutzen. Ob es im Endeffekt eine Abkürzung ist, weiß ich gar nicht. So viel Zeit, wie wir verbrauchen, um die Steine zu zerstören. Aber wir müssen weniger kämpfen, das ist schon mal ein Vorteil. So, dann geht's hier weiter. Route 108. Ich würde zwar gerne viele Trainer mitholen, aber es gibt ein Pokémon, das ich in der nächsten Stadt holen möchte.
Und das würde ich auch gerne in meiner Folge holen. Also nicht, dass Kilian es holt. Wäre im Endeffekt egal, aber es soll ja Bestandteil meines Teams sein. Aber wir können gar nicht, das ist ein Trainerkampf. Wir haben Neo, aber das ist schon ziemlich übertrainiert, aber es ist egal. Lieber besiegen wir Onix in einem Angriff, als jetzt die ganze Zeit zu verschwenden. Machen wir die Wasserdüse. Das reicht hoffentlich. Aquaknarre dürfte eh nicht stärker sein. Felsgrab. Halb so schlimm. Ja. Nur die Initiative sinkt, aber das ist egal. Wir benutzen ja eh Wasserdüse. So, dann hätten wir das besiegt. Heute mache ich den Part nur so lange, bis wir Evoli haben. Ich gehe nämlich gleich noch in den neuen Star Wars Film. Und da möchte ich doch pünktlich sein. Gerade jetzt in der ersten Woche sind die Kinos eh alle so rammelvoll. Ich habe jetzt sogar extra noch die Tickets online bestellt. Normal würde ich die direkt an der Kasse holen, aber da das Kino wahrscheinlich so rammelvoll ist, ist es besser, wenn man einfach direkt reingehen kann, ohne vorne an der Kasse großartig für was kaufen zu müssen. Es war schade um die Snacks. Wenn man die möchte, muss man sich dann doch anstellen. Überlege ich mir dann noch. So. Ich würde gerne mit Chris hier kämpfen. Ich glaube, Funkensprung ist nicht effektiv, aber Unlicht könnte. Okay. Ist auch unten im Eck. Aber es ist zurückgeschreckt. Na, ich versuche es. Vielleicht reicht es ja. Weil ich würde ungern immer Neo jetzt einwechseln, um die Erfahrung zu bekommen. Okay, das reicht, damit wir jetzt nochmal Funkensprung benutzen und es dann besiegt ist. So, Funkensprung. Jo, das hätten wir besiegt. Sind irgendwie schwache Pokémon. Ich meine, so stark waren die doch schon in der Höhle. Da unten ist wahrscheinlich ein Item versteckt. Da gehe ich mal kurz nachschauen. Nasknet. Eigentlich hat Chris nicht gerade so viel Chancen, aber wir nutzen unseren Levelvorteil aus. Und dass es ein Computer ist, der nicht so die Ahnung hat, was er benutzen soll als Angriffe. Oh, paralysiert. Das ist gut. Oh, Härtner. Das soll uns egal sein. Oder? Naja, ist uns nicht wirklich egal. Ich hätte Ladevorgang einmal benutzen können. Aber der nächste Angriff wird reichen. Steinwurf ist hoffentlich nicht so stark. Ist es auch nicht, okay. Und ein Level up. Schön. Dann können wir ja eigentlich Wupan reinholen. Obwohl Neo ist schon Level 26. Aber wir bringen jetzt erstmal Wupan auf 26. Ich glaube nämlich, der hat hier bessere Chancen mit seinem Kampftyp. Okay, ist doch kein Item, okay. Okay, dann gehen wir an ihm oben vorbei. Hier das Item holen wir noch mit. Ein Äther, okay. Da unten ist so ein Honigbaum, da gehen wir kurz dran. Ein Knospi, wie süß. Was entwickelt sich wieder aus Knospi? Ist das große Lina oder wie es heißt? Nee, ich glaube nicht, das ist irgendein unnützes Pokémon. Ah, ich weiß nicht. Ich möchte auch jetzt nichts Falsches sagen. Okay, hier gibt es nichts, aber vielleicht von unten. Ein Bidiza, das haben wir schon.
Einmal die Flucht. Ja, von unten geht's. Wenn du mit Honig beschmieren, machen wir das einmal. Was passiert denn da? Ich glaube, da kann man nach einer gewissen Zeit kann man da wieder hin. Okay, danke dafür. Da oben gibt es Bären, die holen wir auch mit. Normal sollte man dann eigentlich gerade nochmal eine Beere hinpflanzen, aber ich denke, wir machen eh nur kurzes Playthrough. Und also was heißt kurzes? Das wird ja schon seine Zeit dauern. Aber wir werden hier auch, glaube ich, nicht nochmal vorbeikommen. Dass wir da die Beeren uns einsammeln können. So, dann kämpfen wir gegen die. Die hat wahrscheinlich Pflanzen-Pokémon. Roselia, genau das meine ich, kommt aus Knospio raus. So, dann machen wir einmal ein Flammenrad. Ich hoffe nur, Kilian trainiert Wupan nicht so weit, dass er die Entwicklung bekommt, weil ich würde doch schon ganz gerne die letzte haben. Ich meine, er hat schon die erste gehabt. Ist ja immerhin mein Pokémon, also in meinem Team. Da finde ich es ganz nett, aber wenn es auch nicht so ist, auch nicht schlimm. Ich glaube, normal müsste es auf 36 sein, aber es kann sich ja ein bisschen variieren, was ich aber nicht glaube. Wartribi, das ist ein Pokémon, das man an dem Honigbaum bekommt. Zum Beispiel. Oder die Weiterentwicklung. Diese Bienenkönigin. Was kann man da noch bekommen? Da kann man Zeppelin bekommen. Was eigentlich auch ganz cool ist. Und ich glaube, die Vorentwicklung von Relaxo, wenn ich mich nicht täusche. Wenn ich mich nicht täusche, so. So, das ist kein großes Problem. Ein Mobile. Da bleiben wir ja doch bei unserem. Oh, der hat aber schöne Pokémon. Finde ich. Das ist nicht sehr effektiv. Moment, das ist Gestein, oder? Da müsste Tempo-Hieb aber effektiv sein. Ja. Hat die mich jetzt vom Aussehen her getäuscht. Ich habe gedacht, das wären... das sind wir schon in der Stadt. Dann gehen wir mal kurz hier gucken, was es hier gab. Gratis Bären für alle. Okay, die holen wir mit. Wir reden aber jetzt hier... er verschenkt jeden Tag Bären. Und wir haben uns eine Beere verdient. Eine Himbeere. Da möchtest du ein wenig Mulch. Ups, wollte ich nicht. Ich wollte kein Mulch. Vergisst du auch so leicht, wo du deinen Bären vergraben hast? Ja. Oh, ein Bärensucher, okay. Das ist ganz nett. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass das mit den Bären im nächsten Pokémon-Teil noch verwendet wurde. Wir holen hier noch ein Pokémon mit, dann Swoopan Level 26 und dann machen wir Chris wieder nach vorne. So, Kratzer wollte ich nicht verwenden. Ist aber jetzt nicht so schlimm. Ein Sorgensamen. Ah, würden wir nicht schon Evoli holen? Hätte ich eigentlich auch kein Problem damit, einen Knospion zu fangen und das hoch zu trainieren, weil. Rosalina oder ich weiß nicht gerade, wie die letzte Entwicklung heißt, ist auch ziemlich cool. Wupan versucht Offenlegung zu erlernen. Okay, was holen wir da? Beziehungsweise, was kann Offenlegung? Ist ein normaler Angriff? Blut brauchen wir eigentlich nicht mehr. Ups, das wollte ich nicht. Wir haben ja schon Flammenrad. Offenlegung ist natürlich
jetzt nicht unbedingt. Okay, wir machen Kratzer weg. Offenlegung ist nämlich eigentlich das gleiche, nur ein bisschen stärker. So, dann gehen wir hier lang. Die haben bestimmt irgendwas Interessantes zu erzählen, was uns nicht interessiert. Oh, ein Hassbüro. Was für ein Glück, dass du in der Nähe warst. Ohne dich wäre mein Hasspiroa wer weiß wohin gelaufen. So, Hasspiroa, zurück in den Pokéball mit dir. Ich bin Julia. Ich bin Juror im Pokémon-Wettbewerb. Besuche mich in der Wettbewerbshalle, damit ich dir angemessen danken kann. Jo, das werden wir auch tun. Nur werde ich das nicht tun, sondern wahrscheinlich Kilian. Ich bin nämlich jetzt wegen dem guten Evoli in der Stadt. Die Frage ist, wo bekomme ich her? Da ist ein Trainer. Der sieht aus wie... eigentlich ich. Ja. Nein, interessiert uns gerade nicht. Pokémon Fanclub. Ah, ich glaube, hier bekommen wir eins. Ich kann mich auch irren, aber ich glaube, bei Solo-Leuten bekommt man immer irgendwas. Das ist eine Redakteurin. Hallo, hallo. Sag mal, wie geht es dir? Ich bin der Vorsitzende des Pokémon Fanclubs. Ja, das bin ich. Wenn du deine Pokémon, ich sag mal, belohnen willst, was wirst du dann tun? Nun, ich sag mal, was mich betrifft, ich gebe ihnen einen leckeren Knusp. Warum, fragst du? Weil ich damit, ich sage mal, meine Zuneigung zu ihnen ausdrücken kann. Ein Beispiel, wenn ich sag mal, meinem Pokémon einen süßen Knusp gebe, gewinnt es deutlich an Anmut. Anderes Beispiel. Ein scharfer Knusp, ich sage mal, schenkt meinem Pokémon Coolness. Deswegen sind Knuspe, ich sage mal, sehr wichtig und sehr gesund für alle Pokémon. Also dann, ich sage mal, hiermit schenke ich dir diese Knuspbox. Viel Vergnügen, sage ich mal. Fülle sie, sage ich mal. Ich sag mal, mit vielen Knuspen und verteile sie großzügig an deinen Pokémon. Okay, ich sag mal, wir gehen hier wieder raus. Hier bekommen wir nämlich nicht mein Evoli. Wo ist mein Evoli? Du hast ein Baby. Von dir bekomme ich kein Evoli. Du versperrst die Arena leider. Von dir bekomme ich also auch kein Evoli. Da oben ist etwas. Das könnte doch mir ein Evoli bescheren. Ah, hier könnte man etwas bekommen. Ich gehe aber jetzt erstmal in das Haus hier rein. Ich möchte jetzt leider nicht mit jedem reden. Ich möchte nur das Evoli. Weil ich möchte das noch entwickeln. Wenn ich das hinbekomme. Komm, du siehst doch vertrauenswürdig aus. Gib mir was. Nee, du gibst mir kein Evoli. Du gibst mir auch kein Evoli. Wo ist mein Evoli? Komm. Hier gibt's nix. Dann reden wir mit allen unten. Tut mir leid, wenn ich das jetzt nicht vorlese, aber das ist eh nicht interessant. Im Endeffekt erfahren wir nur, dass Herzhofen eine Stadt der Alten ist. Anscheinend. Obwohl, hier sind auch Junge. Und Kinder. Meine Schwester macht so viel Lärm. Dass ihn gar keiner bemerkt. Okay. Okay, nein, nein, nein. Nicht nochmal. Ich habe gar nicht so viel Zeit, komm. Ich rede jetzt immer mit der B-Taste, sonst durch... Nee, kein Evoli. Vielleicht ist unser Evoli da im Mülleimer. Schade. Ist auch uninteressant. Kufu und Pikachu kommen, mit dir reden wir auch. Aber du hast sicherlich auch kein Evoli. Schade, das sind wir hier im falschen Haus. Herzhofen, wo könnte noch ein Evoli sein? Hier, hier, hier. Du könntest eins haben. Was haben wir hier? Ah, da ist auch ein Spazierplatz. Fuck. Wo ist denn mein Evoli? Hier ist eine große Kathedrale. Komm, da könnte eins drin sein. Körpergeist. Ein sollte nicht stärker sein als das andere. Bis darf. Eines Gleichgewichts, das ist der Schlüssel.
Hier sehe ich meinen Vater und meinen Sohn und mein Leben. Und dort sehe ich die Natur und Pokémon und die Welt. Sachen herzustellen ist eine Kunst, die den menschlichen Geist erschöpft. Und wenn der Geist wieder geheilt ist, kehrt auch der Wunsch nach dem Erschaffen zurück. Ein wundervoller Kreislauf. Setzen sich die Starken zu sehr ein, kommen die anderen weniger zum Zuge. Wer stark ist, muss sich selbst zügeln. Nur so sind gemeinsame Miteinander und geteilte Verantwortung möglich. Komm, irgendwer, Pokémon. Oh, ich krieg hier kein Evoli. Das sind alle schon so sehr spirituelle Leute. Die könnten mir doch ein Evoli geben. Ich habe leider nicht mehr so viel Zeit. Ich werde Evoli leider nicht mehr entwickeln können. Aber ich würde es gerne machen, ohne dass Killian das halt macht. So. Knupserei. Hier gibt es auch keins. Das ist schon mal sicher. Hier waren wir schon drin. Dann hier vielleicht. Es gibt. Wahrscheinlich müssen wir einen Wettbewerb bestreiten. Das kann natürlich auch sein. Jo, das interessiert mich nicht, was denn Knilz ist. Solange ich kein Evoli habe. Oh, Siegesang, das interessiert mich doch auch nicht. Aufzugsmelodie. So. So mittlerweile muss ich auch ganz dringend aufs Klo. Fuck. Ich schaff das nicht mehr, mein Evoli zu finden. Ich war jetzt hier. Und da. Wo könnte es noch sein? Hier in der Mitte. Aber das ist der Schönheitswettbewerb. Ah, okay. Oh, mein Held. Oh, hallo Lucius. Was? Nein, wirklich, Katrin ist deine Mutter? Dann kannst du ja den Wettbewerb gewinnen. Oh, das weiß ich nicht. Ich habe mit Lucius nie über Wettbewerbe gesprochen. Außerdem bin ich überrascht, dass ihr zwei euch kennt. Oh ja, richtig. Danke nochmal für vorhin. Bitte nimm dieses Accessoire. Und Glitzerpuder. Ach, das ist unsere Mutter, okay. Lucifer-Blar. Startet deinen Pokémon vor dem Wettbewerb mit dem Accessoire aus. Das wird ihm Erhabenheit und Glamour verleihen. Ich bin Juror, also komm mal vorbei und amüsier dich. Keine Sorge, für Einsteiger bieten wir auch Übungskurse. Okay, Katrin, dann bis später. Warst du so überrascht, mich zu sehen, Lucius? Mir war langweilig, also wollte ich Urlaub in Herzhofen machen. Und ich bin genauso überrascht wie du, mein Kind. Aber willst du wirklich an einem Wettbewerb mitmachen? Dann solltest du dich etwas besser anziehen. Es ist immerhin eine Show. Wenn dein Pokémon ganz schick ist, kannst du ihn nicht völlig normal aussehen. Zieh das hier an. Okay, im Smoking, danke. Du wirst bestimmt klasse darin aussehen. Genieße die Wettbewerbe. Sie zeigen dir viele Facetten der Pokémon. Das wird eine tolle Erfahrung für dich werden. Bis später. Komm, ich rede noch mit... Ja, du hast einen komischen Dialekt, danke dafür. Und Französisch interessiert eigentlich keinen... Oh, shit, ich hätte es vielleicht lesen sollen. Das war wichtig, das war die Arena-Leiterin, wenn ich mich nicht irre. Naja, wer so einen Dialekt redet, der kann ja auch kein starker Trainer sein. Aber davon muss ich gerade nicht reden. Ich habe ja schon größte Mühe, nicht im Dialekt zu reden. Fuck, noch 30 Sekunden. Da muss ich den Part beenden. Ja, dann machen wir das hier. Dann beenden wir hier den Part. Die nächste Folge seht ihr bei Killian. Und ich verabschiede mich. Ja, auf Wiedersehen. Wenn das Spiel fertig geschweißert hat. Okay, jetzt.